Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Anlauf 2 von Vegan Vlog Nummer 117. Eben habe ich zwar schon schön alle meine Themen abgearbeitet und hoffe deswegen, wenn ich sie jetzt nochmal anschneide, dass ich sie nicht irgendwie abkürze, weil ich davon ausgehe, euch schon irgendwas erzählt zu haben oder so. Falls doch, tut es mir sehr leid, aber mein Computer hat eben spontan entschieden abzuschmieren, was aus irgendwelchen Gründen meiner Meinung nach damit zu tun hat, dass mein PC will, dass ich Windows 10 installiere. Was ich mir schon reserviert habe natürlich, aber irgendwie noch nicht traue zu installieren, denn das letzte Mal, als mein Computer geupdatet hat, ohne meine Erlaubnis von 8 auf 8.1, ging mein Bildbearbeitungsprogramm schon mal nicht mehr und irgendwas ging noch nicht und ich war schon so unglaublich froh, dass er meine Kamera noch anerkannt hat und eben auch mein Schnittprogramm und ich nicht genau weiß, was ich machen würde, wenn dem nicht mehr so wäre. Und deswegen werde ich das wahrscheinlich hinauszögern. Ich habe jetzt irgendwie ein Jahr lang Testzeit, deswegen muss ich das nicht sofort machen und freue mich darüber sehr. Für die, die schon Windows 10 haben, die können mir da mal ihre Erfahrungen erzählen, wenn sie Bock haben. Ich hätte, glaube ich, schon Lust auf das Neue, auch weil das ja anscheinend besser ist und weil das auch, so wie ich das verstanden habe, sogar einen Sprachassistent hat. Vielleicht aber auch nur auf dem Windows Phone, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so, dass ich schon Bock hätte, das auszuprobieren, wenn ich nicht so viel Angst hätte, dass meine Programme dann alle abschmieren. Und deswegen mache ich es noch nicht. Jedenfalls, genau, ist das hier mein Vegan-Vlog Nummer 117. Letzte Woche habe ich ja so einen 1,5-Vegan-Vlog gedreht, weil ich dann ja den schon Mitte der Woche angesetzt habe, damit ich vorsorglich eben dann einen Vegan-Vlog habe für den Sonntag, was auch sehr gut war. Denn ich war, wie ich eben auch berichtet habe, doch sehr unproduktiv, als mein Freund hier war. Also wir haben Filme geguckt, gegessen, geschlafen. Was haben wir noch gemacht? Wii gespielt und die Känguru-Chroniken gehört, wozu ich dann später gleich nochmal kommen werde. Auf jeden Fall ist es so, dass es, wie gesagt, wirklich doch sehr unproduktiv ablief. Und ja, genau, deswegen war ich froh, die Vegan-Vlog schon vorgedreht zu haben. Man hatte ja doch immer relativ wenig Zeit. Zu den Känguru-Chroniken kann ich eigentlich gleich kommen. Und zwar habe ich schon seit längerer Zeit das Buch zu den Känguru-Chroniken bei mir im Regal stehen. Habe es aber aus irgendwelchen Gründen noch nie so wirklich angefasst. Also es tut mir leid, mein PC hat schon wieder irgendwelche komischen Updates zu machen. Auf jeden Fall ist es so, dass ich schon lange mal Bock drauf hatte, als ich mir das Buch geholt bzw. von meiner Mutter geschenkt bekommen hatte. Da hat sich das auch sehr gut angehört. Und es ist sicherlich auch gut, das Buch, aber das Hörbuch ist irgendwie noch 10.000 Mal besser. Also die Tatsache, dass der Autor, der eben die Witze, die im Buch natürlich auch vorkommen, geschrieben hat, die Witze auch so vorliest, wie er sie eben gemeint hat, ist es natürlich immer irgendwie noch besser und kommt halt eben dann so rüber, wie der Autor das wollte. Und das kommt einfach so gut rüber. Es macht so Spaß, dazu zu hören. Eben nicht nur, weil die Pointen gut sind, die auf jeden Fall gut sind, sondern auch, weil der Kabarettist und Sänger und was Marc-Uwe Kling noch alles ist, das eben auch Poetry Slam, hat er früher auch gemacht, sehr schön macht, eben auch teilweise eben gut differenziert. Und ja, er schlüpft halt auch mit verschiedenen Stimmlagen in die Rollen von den verschiedenen Leuten. Das ist einfach irgendwie, also ich find's voll cool. Ich kann es nur empfehlen. Hab dazu auch eine Rezension geschrieben, eine schriftliche. Wer da Bock drauf hat und jetzt irgendwie ein bisschen neugierig geworden ist, der kann gerne mal einen Blick in die Infobeschreibung werfen. Für die, die noch nicht ganz neugierig geworden sind, weil sie sich denken, ich weiß gar nicht, worum es geht. Es geht um Marc-Uwe Kling, der eines Tages von einem Känguru Besuch bekommt. Und dann relativ bald mit dem Känguru zusammenzieht. Er erlebt dann so viele lustige Sachen mit dem Känguru, dass er sich entscheidet, Tagebuch zu schreiben. Und die Känguru-Chroniken, der zweite Teil, das Känguru-Manifest, und der dritte Teil, die Känguru-Offenbarung, was ja eigentlich alles die Känguru-Chroniken sind, das ist dann halt das, was letztendlich rausgekommen ist. Ein Tagebuch über sein Leben mit einem Känguru, was absurd klingt, auf jeden Fall auch absurd ist, aber irgendwie doch recht viel Spaß macht und ich wirklich nur empfehlen kann. Wie gesagt, Rezension ist unten in der Infobeschreibung. Und ja, sonst war ich halt nicht wirklich produktiv und habe dann, nachdem mein Freund abgehauen ist, angefangen, mein Rezensionsexemplar zu lesen. Und zwar habe ich bekommen Priya. Ich werde euch das hier irgendwo einblenden, ist ein E-Book, deswegen lohnt sich das jetzt nicht, den Kindle irgendwie in die Kamera zu halten, weil ich da, glaube ich, auch kein Bild drauf habe. Auf jeden Fall Priya von Lily Panther habe ich bekommen. Und habe ich schon von der Zeit bekommen, vor einer Woche oder zwei oder so, bin nicht zum Lesen gekommen
Und dann, ich war beim Filmdreh und davor war ja letzte Schulwoche und da war ich eigentlich irgendwie auch noch bei meinem Freund. Jetzt war mein Freund schon wieder da, mein Freund lenkt mich ganz schnell ab von meinen Pflichten. Und naja, jetzt war er mal 2 Tage weg. Und da habe ich das eben auch angefangen. Das ist ein Self-Publisher, Roman, der in die Richtung von Dystopie geht, auf jeden Fall. Ein 300 Seiten dünner, dicker, je nachdem, wie man das dann betrachten möchte. Und ich bin jetzt irgendwie knapp bei der Hälfte, werde jetzt hoffentlich in den nächsten 2 Tagen die restlichen 150 Seiten noch gut weglesen können, damit dann für euch nächste Woche die schriftliche auch, aber die Videorezension dann am Mittwoch kommen kann und dann erfahrt ihr auf jeden Fall mehr über das Buch. Bis jetzt ist das Buch. Ach, ich möchte da. Oh, das ist. Oh, das klingt schon wieder so schlecht. Also. Die Idee, die dystopische Grundidee von dem, wieso das System so ist, wie das System ist, die gefällt mir ganz gut. Auch die Figuren, die Charaktere, die so aufgeführt werden, gefallen mir ganz gut. Aber es hat halt auch eine Weile gedauert, bis die Spannung aufgebaut worden ist. Also gerade bei einem 300-Seiten-Buch war es dann halt irgendwie so, dass ich mir dachte, ich dachte, es kommt noch ein zweiter Teil, kommt aber nicht. Dementsprechend bin ich noch sehr gespannt, wie viel Handlung die Autorin auf die letzten 300 Seiten gepresst hat. Aber an sich, also ein 3-Sterne-Buch wird es auf jeden Fall. Also es ist trotzdem gut geschrieben. Irgendwie packt mich die Handlung noch nicht so. Aber wer weiß, vielleicht können es die letzten 150 Seiten hier rumreißen. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren, dann am Mittwoch spätestens oder in der schriftlichen Rezension, die vielleicht ein paar Tage früher online kommt. Je nachdem, wann ich dann mit dem Buch fertig werde. Auf jeden Fall muss ich das dann relativ früh dann irgendwie doch schaffen, weil mein Freund vielleicht dann auch schon wieder kommt. Ja, genau. Ich überlege gerade, wie ich in der ersten Version dieses Videos übergeleitet habe zu dem nächsten Thema. Ich werde jetzt einfach über Überleitungen reden, wie ihr das gerade mitbekommt, und dann einfach dazu übergehen, dass ich ja noch ein paar Ferienziele habe, beziehungsweise keine Ferienziele habe. Also diejenigen, die meinen letzten Weekend-Vlog gesehen haben, wo ich mir jetzt gerade gar nicht sicher bin, ob ich das schon erwähnt habe. Die wissen ja, ich habe nicht so wirklich Pläne in den Ferien. Es gibt nur ein so ein Ziel, was ich mir immer in den Ferien setze. Und das ist dieses Ziel, mindestens 10 Bücher in den Ferien zu lesen. Denn ich sehe das immer so, sonst habe ich ja nie die Zeit, beziehungsweise nehme ich mir nie die Zeit, weil es ist dann immer so, guckst du jetzt noch eine Folge von einer Serie, machst du vielleicht sogar noch was für die Schule oder so. Oder liest du jetzt ein Buch, was dann doch relativ viel Zeit irgendwie in Anspruch nimmt und den nicht mal eben zwischendurch dann vielleicht so abbrechen, ist halt doof und so. Deswegen weiß ich nicht. Jetzt habe ich die Zeit. Jetzt kann ich nämlich, wenn ich möchte, auch gerne Serien gucken, kann mir das einteilen. Heute lese ich ein Buch, morgen gucke ich eine Serie oder so. Und dementsprechend möchte ich es halt schon schaffen, meine 10 Bücher eben zu lesen. Letztes Jahr war das definitiv so, wo man jetzt sagen müsste. Also letztes Jahr habe ich wirklich gar nichts gemacht in den Ferien, was ich nicht schlimm finde, denn ich habe das Recht zu entspannen. Also ich habe Filme geguckt, Bücher gelesen eben und so, aber sonst nichts, was mich dann hätte eben von diesem Ziel abbringen können. Dementsprechend wäre es doch ein bisschen fragwürdig geworden, wenn ich das nicht geschafft hätte letztes Jahr. Dieses Jahr habe ich, glaube ich, eine ganz gute Ausrede, denn wirklich, mein Freund kommt jetzt doch gefühlt alle 2 Tage her, was natürlich auch sehr schön ist und was ich auch sehr, also kann dann ruhig weiterhin machen. Ist dann halt nur so, dass ich letztendlich dann doch relativ wenig zum Lesen komme, gerade wenn er hier ist, ist ja schlecht. Ich kann ja nicht sagen, jo, mach mal dein Ding, ich lese jetzt erstmal meine 100, 200 Seiten. Und dementsprechend würde ich sagen, ist es nicht so schlimm, falls ich dieses Jahr aus irgendwelchen Gründen mein Ziel nicht erreichen sollte. Aber ich werde es natürlich trotzdem versuchen, meine 10 Bücher dann irgendwie zu lesen. Und ich habe ja für die Leute, die mir auf Goodreads folgen, die wissen, ich habe noch eigentlich theoretisch ein paar Bücher, die ich gerade lese. Also ich habe noch das Buch, was ich mir für Schwerin gekauft habe auf meinem E-Reader, das mit der Piratenprinzessin, die zufälligerweise einen Fluch auslöst und dann einen Assassinen an sich bindet und dann in dem Buch und im zweiten Buch irgendwie halt dafür sorgen muss, dass diese Bindung wieder bricht. Und ich habe auch angefangen, hat mir auch ganz gut gefallen, habe halt reingelesen, ich weiß nicht, ob ich das auch erwähnt habe. Und danach war ich dann aber erstmal zu Hause und habe mein Kindle irgendwie erstmal wieder nicht angerührt. Und dementsprechend liegt das Buch halt noch mit irgendwie 35% auf meinem Kindle. Dann habe ich theoretisch noch Alice hinter den Spiegeln, was ja sozusagen Alice im Wunderland Teil 2 ist, was ich gerne weiterlesen würde, was jetzt auch nicht so dick ist.
letztendlich ich aber irgendwie immer noch nicht weitergelesen habe. Und dann habe ich noch von Brand Weeks das ultradicke Buch, was laut dem Kumpel, der mir das auch empfohlen hat, jetzt erst so richtig spannend werden soll. Also ich habe theoretisch noch mindestens 5 Bücher eigentlich mit Priya eingesehen, die ich noch zu Ende lesen müsste, weil ich sie halt auch angefangen habe. Und dann höre ich, wie gesagt, noch die Känguru-Chroniken zu Ende wahrscheinlich, was auch zählt als Bücher auf Goodreads. Dementsprechend müsste ich meine 10 Bücher eigentlich ganz gut vollkriegen, wenn ich mir dann die Zeit dafür nehme. Ja, genau. Genau, dann kommen wir dazu. Das war ja so irgendwie so ein bisschen meine letzte Woche, was so Filme angeht und sowas. Beziehungsweise das, was ich jetzt sagen wollte, hat eigentlich auch mit Filmen zu tun. Und zwar ist, glaube ich, gerade voll nah an meinem Fliegen geht ein Vogel vorbeigeflogen. Deswegen habe ich mich gerade ein wenig erschreckt. Wollte ich sagen, dass mein Freund weg war ab Montag, letzten Montag. Und ab Donnerstag hat er dann wieder hier geschlafen, weil ich spontan die Idee hatte, mit ihm ins Kino zu gehen. Und aufgrund dessen, dass er noch eine Küche einbauen musste, weil er ein netter Sohn ist, konnte er erst abends und dann war das alles ein bisschen kompliziert mit dem, wo, wer pennt wo, weil er ja in der Stadt wohnt und keine Ahnung. Und dann habe ich letztendlich entschieden, dass er bei mir pennt. Und er war halt schon wieder da und deswegen kam ich dann auch wieder nicht zum Lesen. Gute Ausrede und so. Auf jeden Fall haben wir uns im Kino Ant-Man angesehen. Ich dachte, dazu sage ich auch noch mal kurz was. Ein Marvel-Film. Eigentlich gucke ich ja, glaube ich, so ziemlich alle Marvel-Filme, die da jetzt noch so rauskommen werden. Außer Black Panther, da mache ich vielleicht einen Bogen drum. Da weiß ich noch nicht so ganz, ob ich das will oder nicht. Aber sonst werde ich wahrscheinlich alles gucken, was da so kommt. Und ich bin auch recht froh, in Ant-Man gegangen zu sein. Also der Film an sich war auf jeden Fall gut. Der 3D-Effekt, der war ein bisschen für den Arsch, muss ich zugeben. Also hätte mein Freund mich nicht irgendwie in der Mitte des Films daran erinnert, weil dann doch mal irgendwas entgegenkam, dass der 3D-Effekt sich da mal gelohnt hat, hätte ich voll vergessen, dass der überhaupt 3D, also ich habe vergessen, dass der in 3D war. Und dann ab dem Punkt habe ich das auch wahrscheinlich relativ schnell wieder vergessen. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob das daran liegt, dass ich irgendwie schon so dran gewöhnt bin, dass 3D für mich schon selbstverständlich geworden ist. Irgendwie dadurch, dass ich in die letzten paar Filme, die ich geguckt habe, waren, glaube ich, immer irgendwelche 3D-Action-Blockbuster-Dinger, dass ich dann irgendwie schon so dran gewöhnt bin, dass ich das nicht mehr merke oder ob dieser 3D-Effekt einfach total unnütz war. Also, falls ihr die Möglichkeit habt, euch zwischen Ant-Man in 2D und Ant-Man in 3D zu entscheiden, dann nehmt Ant-Man in 2D, das nimmt sich nicht viel. Und der coole Film an sich, der ist ja trotzdem cool, auch wenn er in 2D ist, da ändert sich ja nicht so viel. Das Einzige, also der Film an sich war echt cool, das Einzige, was ich ein bisschen zu beanstanden habe, ist, dass dieser Film eigentlich die Avengers richtig übel disst. Und ich freue mich auch schon sehr, also ich möchte natürlich nicht spoilern, deswegen sage ich nicht inwiefern, aber ich freue mich schon sehr auf die Antwort der Avengers dann letztendlich im entweder im nächsten Avengers-Teil, was ja dann 2017, 18 oder noch später Infinity War sein wird, oder in Civil War, was weiß ich gar nicht, wann rauskommen wird. Da freue ich mich auf jeden Fall schon auf die Antwort von denen und ich finde es auch irgendwie sehr lustig, dass sie das mit eingebaut haben, mit Lines, die ich euch jetzt eigentlich gar nicht vorne wegnehmen möchte, auf jeden Fall sehr lustig. Und ja, auch sehr cool gespielt. Man nimmt es den Leuten ab. Der Humor ist echt cool. Also, ich kann natürlich nichts verraten, aber es ist doch sehr lustig gemacht zwischendurch. Und einige Sachen sind auch ein bisschen auf die Schippe genommen, was echt cool gemacht worden ist. Eben nicht nur die Avengers-Superhelden-Zeugs an sich, sondern eben halt auch generelle Filmklischee-Sachen, die ich jetzt leider nicht näher erläutern kann. Ich sage einfach mal so, wenn ihr die Möglichkeit habt, in den Film zu gehen, wenn ihr Bock auf Kino habt, dann schaut euch auf jeden Fall mal Ant-Man an. Das lohnt sich. Kann ich nur empfehlen. Ja, genau. Das habe ich mir noch hinzugeschrieben. Über Ant-Man hätte ich nämlich in meiner letzten Aufnahme fast nicht geredet und über Windows 10 habe ich ja dann doch jetzt am Anfang schon geredet. Dementsprechend war es das jetzt. Mein Zettelchen ist alle. Ich glaube, das war alles, was ich gesagt habe. Ich hoffe, dass das mit Priya alles so funktioniert, wie ich das möchte, dann habt ihr auf jeden Fall nächste Woche ein Video für und zu eben einer Rezension zu Priya. Genau, das wollte ich so fast sagen, es war auch fast richtig. Und auf jeden Fall, genau, werde ich danach mal schauen, inwiefern mein Freund hier wieder aufkreuzt und mich dann davon abhält, irgendwas zu machen. Ich hoffe und denke, Videos werden weiterhin kommen, auch in den Ferien. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ich so demnächst drehen könnte, also es wird wahrscheinlich dann auch bald wieder noch eine Rezension kommen. Wie gesagt, ich erwarte noch ein Rezensionsexemplar und falls ich dazu komme, dann werde ich natürlich wahrscheinlich auch noch Zorn rezensieren von Farina Dubart.
aber darüber habe ich ja schon relativ viel geredet. Ich glaube, das solltet ihr jetzt einigermaßen wissen. Und dementsprechend kommen wahrscheinlich doch in den Ferien noch ein paar Rezensionen. Wenn ihr aber Lust auf noch andere Videos habt, dann könnt ihr mir das natürlich gerne immer schreiben über Facebook oder gleich hier unter dem Video oder E-Mail, wenn euch das irgendwie lieber ist. Und dann, ja, war es das für dieses Video. War wieder ein etwas kürzerer Weekend-Vlog, aber daran könnt ihr euch, glaube ich, gewöhnen, denn in den Ferien mache ich normalerweise noch viel weniger als das, was ich euch bis jetzt so erzählt habe. Dementsprechend war das schon relativ viel und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann gleich nochmal auf der Endcard. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard und dann findet ihr meine letzten beiden Videos. Das ist einmal mein letzter Weekend-Vlog und eine Aktion, auf die ich eigentlich gar nicht weiter angegangen bin, und zwar die Aktion Wir sind Booktube, über die ihr meiner Meinung nach schon einiges erfahren haben müsstet, denn es geht ja jetzt doch irgendwie rum bei uns Booktubern. Der Anlass kann ich ja kurz mal anschneiden, ist eigentlich, dass die Süddeutsche Zeitung oder einer der Redakteure der Süddeutschen Zeitung meinte, uns Booktuber an einem sehr interessanten Beispiel von Booktuber irgendwie zu nehmen, zu analysieren und so ein bisschen schlecht darzustellen, von wegen, wir seien alle oder wir denken von uns alle, wir seien Literaturkritiker, haben aber ganz, ganz komische Kritikpunkte. Letztendlich war dieser ganze Artikel dazu da, um uns halt so ein bisschen runterzumachen, und das fanden wir halt ein bisschen doof. Vor allen Dingen wollten wir halt klarstellen, dass wir keine Literaturkritiker sind, sondern eben, naja, Booktuber, die das machen, weil sie ein Hobby haben. Und wer da meine Meinung dazu wissen möchte, der kann gerne auf das Video klicken. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, meine Meinung da auch kundzutun. Ich bin ja immer sehr zu haben für solche Aktionen. Und wer da die anderen Videos anders sehen möchte, die Playlist ist unten verlinkt. Hier unter diesem Video ist verlinkt natürlich auch die Rezension zu den Känguru-Chroniken, die ich erwähnt habe, und auch alle meine Social-Media-Links, Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads und der Link zu meinem Blog. Und dann danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentare sind immer gern gesehen, und dann wünsche ich euch noch schöne Ferien für die, die noch Ferien haben, und schöne Arbeit für die, die arbeiten müssen. Es tut mir leicht leid. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.